Ihr Lieben, in diesem Video schauen wir uns an, was bei Polygon, einem der Top 20 Krypto-Projekte, so in letzter Zeit passiert ist. Messari hat vor kurzem im ersten Quartalsreport 2024 veröffentlicht und es gibt einige Highlights, die ich dir unbedingt zeigen möchte. Dazu siehst du die Gliederung in dem Video. Wir schauen uns zunächst noch mal ganz kurz an, was Polygon eigentlich so ist. Dann der Hauptabschnitt, das Polygon Update 2024 für dich, unterteilt in drei Unterabschnitte. Wir gucken uns Netzwerkkennzahlen an, wir analysieren das Ganze, gibt es Partnerschaften, neue Gründe, was steckt dahinter, warum könnte Polygon profitieren 2024. Außerdem gibt es spannende Neuigkeiten zu dem Matic-Token für alle, die sich dafür interessieren. Bleib auf jeden Fall bis dahin dabei. Und zu guter Letzt möchte ich nicht außen vor lassen, gibt es einfach weitere technische Entwicklungen, die ich mal so erwähnt haben wollte. Und ganz zum Schluss ein Fazit. Wir gucken uns nochmal an, was hat das eigentlich für eine Bedeutung für Polygon, in welche Richtung entwickelt sich das Projekt. Und von daher freue ich mich jetzt gleich mit dir loszulegen. Genau, den Link zum Report sowie zu meinem ersten Polygon-Video findest du unten in der Beschreibung. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr darüber freuen, denn damit unterstützt du meine Arbeit. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel, viel Spaß. Was ist Polygon? Polygon ist eine Art Second-Layer-Ökosystem, welches die mangelnde Skalierbarkeit von Blockchains wie Ethereum lösen möchte. Die Vision besteht darin, als ein flächendeckendes Skalierungsnetzwerk ein Internet für Blockchains zu fördern, ein Multi-Chain-Netzwerk, wo viele verschiedene Blockchains nahtlos miteinander verbunden sind. Ziemlich ambitioniert, oder? Um dieser Vision jetzt gerecht zu werden, baut Polygon Labs die bisherige Kerntechnologie immer weiter auf. Im Juli 2023 gab es dann einen entscheidenden Meilenstein. Da entschied nämlich die Community über eine Reihe von Vorschlägen ab, die aber alle unter einem Namen Polygon 2.0 zusammengefasst werden. Es ist das bisher größte Upgrade von Polygon. Und seitdem ist ziemlich viel passiert. Wie du hier siehst, bietet Polygon mittlerweile eine Vielzahl an verschiedenen Skalierungsprotokollen und Hilfstools an. Wir beginnen jetzt mit Polygon Proof of Stake. Das Polygon Proof of Stake Netzwerk wird abgesichert vom Matic Token, der zu den bekanntesten Kryptowährungen gehört. Nochmal wichtig an der Stelle, falls du Matic hältst oder dir überlegst zu kaufen, es wird dir bald eine Token-Veränderung geben, daher schau das Video bis zum Ende. Bis zum Stand, zumindest jetzt, kannst du Matic über verschiedene Börsen kaufen und staken. Die durchschnittliche Staken-Rendite liegt ja je nach Methode zwischen 3% und 5%. Kleiner Tipp für dich, wenn du über einen zentralen Anbieter stakest, achte darauf, dass die Börsen die größten Sicherheitsstandards erfüllen. Ich habe dir unten in die Beschreibung zwei Links zu den Börsen Bitpanda und Coinbase gepackt. Beide bieten das Staken von Matic an, beide haben die nötigen Lizenzen und sind reguliert. Ergänzend kann ich dir noch empfehlen, nach diesem Video das Video von mir Chancen und Risiken von Staking anzuschauen. Link findest du ebenfalls in der Beschreibung. Kommen wir jetzt zu dem Polygon Update 2024. Was ist passiert? Wir beginnen mit der Analyse der Netzwerkkennzahlen. Zunächst ein Blick auf die Market Cap von Matic. In diesem Bild hier aus dem Report siehst du den Verlauf zwischen Anfang 2023 und März 2024. Matic beendete das erste Quartal 2024 mit einer Market Cap von 9,1 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 3% im Vergleich zum Vorquartal. Im Moment, Stand des Videos, Anfang Juni, sind wir je nachdem zwischen 6 bis 7 Milliarden Market Cap. Das liegt daran, dass der Preis von Matic einfach etwas zurückging. Erinnere dich, die Market Cap wird berechnet aus dem Preis und der Umlaufmenge. Marktschwankungen in dieser Form sind ganz normal, würde ich jetzt nicht als dramatisch bewerten. Trotz dieser Marktschwankungen erzielte Polygon solide Einnahmen von 6,8 Millionen US-Dollar. Diese Einnahmen rechnete der Report dann aufs Jahr hoch und man kam auf 27,3 Millionen US-Dollar. Im ersten Quartal 2024, da gab es etwas weniger Einnahmen als jetzt im Vorquartal, also Ende 2023. Das siehst du an den Spitzenwerten im Dezember hier im Bild. Auf der anderen Seite lief es aber dennoch besser als zum Beispiel zu dem dritten Quartal 2023. Als nächstes schauen wir uns die Anzahl der täglich aktiven Adressen auf Polygon Proof of Stake an. Diese stiegen von 372.000 auf
814.000 an. Das ist eine Zunahme von 118% im Vergleich zum Vorquartal. Also ich beziehe mich immer auf Ende 2023 als Vorquartal. So, und jetzt pass auf. Der Großteil der täglich aktiven Adressen besteht aus wiederkehrenden Nutzern. Das ist der lila Anteil in dem Bild, was auf eine hohe Nutzerbindung und wiederholte Nutzung des Netzwerks hinweist. Das ist ziemlich interessant. Was ich aber auch ziemlich spannend finde, ist, dass auch stetig neue Adressen dazukommen. Das siehst du hier in grün. Das ist wichtig, um die Nachfrage im Netzwerk hochzuhalten. Mal nur so zum Vergleich, mit diesen täglich aktiven Nutzern hatte Polygon im ersten Quartal 2024 viel mehr als Arbitrum mit 180.000 und hatte auch nur etwas weniger als Solana mit 890.000 Adressen. NIR hatte laut dem Report 1,2 Millionen täglich aktive Nutzer. Also ziemlich krass, oder, für so ein Second-Layer-Netzwerk, dass es dann doch so aktive Adressen hat. Ja. Wie kam es jetzt zu diesem regelrechten Aktivitätenboost? Die Antwort finden wir jetzt hier in diesem Bild. Es ist der Gaming-Sektor. Die täglichen Gaming-Adressen stiegen sprunghaft um 1615% im Vergleich zum Vorquartal an, von 12.000 auf 207.000 Adressen. 1615% Anstieg. Total crazy. Im Vergleich dazu stiegen zum Beispiel die täglichen aktiven DeFi-Adressen ja nur um 67% auf 50.000 an. NFTs und Social, auch ein leichter Anstieg, etwas geringer als im Gaming. Was ist denn da passiert, habe ich mir gedacht. Ja, und passiert in dem Sinne ist ein neues mobiles Shooting-Game. Verantwortlich unter anderem dafür soll das neue Matrix-Fire-Spiel sein von Matrix. Das hat wohl hauptsächlich diese Gaming-Aktivität gesteigert, so der Report. Dazu kommt, dass Polygon immer mehr von der wachsenden Web3-Gaming-Branche profitiert. Zum Beispiel arbeitet Polygon eng mit Immutable zusammen. Die neue Allianz der beiden Netzwerke wurde Ende 2023 groß verkündet. Als erstes Ergebnis kam Immutable CKEVM heraus. Das ist eine neue Skalierungslösung und dazu zeige ich dir noch mal kurz einen Auszug aus meinem Immutable-Video. Es handelt sich dabei um die erste von Polygon unterstützte Skalierungslösung ihrer Art. Benutzerdefinierte Smart Contracts, null Gasgebühren für Gamer, hohe Skalierbarkeit, Ethereum-Sicherheit, das zumindest verspricht die neue Kette, speziell gemacht fürs Web3-Gaming. Über 200 Spiele wurden laut eigener Angaben 2023 im Ökosystem integriert. Davon sollen allein über 100 auf der neuen Lösung CKEVM aufbauen. 2024 könnte so die Mission das Jahr der AAA-Spiele werden, die auf den Markt kommen. Weiterhin hat Polygon Labs zusammen mit Immutable und King River Capital. Weiterhin hat Polygon Labs zusammen mit Immutable und King River Capital im März einen 100 Millionen Dollar schweren Fonds eingeführt, der die Entwicklung neuer Gaming-Projekte fördern soll. Oder ebenso spannend, auch die traditionellen Web2-Spieleentwickler setzen immer mehr auf Polygon, was die Akzeptanz steigert. Beispiel Square Enix, der Macher von Final Fantasy, verpartnerte sich im April mit Animoca Brands, um das Ethereum-NFT-Spiel Symbiogenesis zu verbreiten. Teil dieses Abenteuerspiels sind 10.000 NFT-Charaktere und weitere Ingame-NFTs, die bereits im Dezember geprägt wurden. Wo? Auf Polygon. Das Spiel kommt wahrscheinlich noch diesen Sommer auf den Markt. Und ich denke mir, wenn so große Spieleentwickler mit ihren Spielen kommen, was meinst du, was mit der Netzwerkaktivität auf Polygon passiert, wenn solche NFTs auch noch gehandelt werden? NFT-Handel, das Stichwort. Unabhängig vom Gaming-Sektor, gucken wir uns dazu mal ein paar Zahlen an. Was du hier siehst, ist das NFT-Handelsvolumen über das letzte Jahr. Nutzer handelten im ersten Quartal 2024 täglich NFTs im Wert von durchschnittlich 1,6 Millionen Dollar. Das ist ein kleines bisschen mehr als zum Vorquartal. Messari verweist dabei auf führende NFT-Kollektionen wie DraftKings Rainmaker. Daneben gibt es aber auch im NFT-Sektor mal wieder spannende Entwicklungen, die mit Polygon zu tun haben. Zum Beispiel, habe ich es mir mal rausgesucht, startete Polygon mit
Warner Music Group ein Programm, um Projekte in der Musikindustrie zu fördern, also ein Accelerator-Programm. Dann stellte zum Beispiel auch noch die digitale Modedesignerin Stevie Fang im Februar ihre erste Kollektion namens Four Dragons auf der NFT Paris vor. Diese Kollektion ist Teil von einem aufstrebenden Luxusmode-Startup namens SYKY, das solche physische Modeartikel wie eben die von Stevie auch als NFTs herausbringt, und zwar auf Polygon. Ach ja, interessant ist zum Beispiel auch noch Starbucks Odyssey. Vielleicht kennst du das, das ist ein bekanntes NFT-Projekt in der Beta-Phase gewesen. Das wurde jetzt hingegen Ende März eingestellt. Im Moment ist offen, inwiefern das Projekt wiederbelebt wird. So, das waren jetzt die Polygon-News aus dem Gaming- und NFT-Sektor. Was jetzt noch fehlt, und das siehst du hier in dem Bild, ist der Blick auf den DeFi- und Stablecoin-Sektor. Dazu das nächste Bild. Hier siehst du den TVL-Gesamtwert. Das ist einmal in grün als US-Dollar dargestellt und einmal in lila als Matic. Das TVL auf Polygon Proof of Stake stieg im ersten Quartal 2024 von 1,1 auf 1,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von fast 30% entspricht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass schlichtweg immer mehr Vermögenswerte auf Polygon weggelockt werden, also Kapital, was gesperrt wird. Und jetzt ist die Frage, auf welche Protokolle verteilt sich das gelockte Kapital? Und dazu siehst du dieses Bild. Was du erkennst, ist, dass die führenden Protokolle ihre Anteile über das letzte Jahr weitgehend konstant halten konnten. Beispiel Aave ist das führende Protokoll auf dem Polygon-Netzwerk. Das TVL von diesem bekannten Lending-Protokoll stieg im ersten Quartal 2024 gegenüber dem Vorquartal auf 35%. Uniswap, eine bekannte DEX, überholte dagegen die andere DEX QuickSwap. Ich habe mir das mal nochmal bei DeFi Llama angeguckt. Zum Stand des Videos hat sich an dem Ranking nichts verändert. Was ich aber auch ziemlich spannend finde, ist, dass viele kleinere Protokolle, das siehst du, das ist grün in dem Bild, wesentlich zu dem Gesamt-TVL beitragen. Ja, diese grüne Fläche, diese anderen Projekte, viele kleinere, das ist ein gutes Zeichen. Denn je mehr und vielfältiger DeFi-Anwendungen auf Polygon gebaut und entstehen, desto mehr fördert das den Wettbewerb. Und letzten Endes, desto mehr Wachstum besteht auch für den DeFi-Sektor für Polygon. Für mich ist das ein gutes Zeichen, denn je mehr und vielfältiger die DeFi-Anwendungen auf Polygon sprießen, desto mehr ist ja der Wettbewerb. Und desto mehr Wachstumspotenzial tendenziell für den DeFi-Sektor wiederum für Polygon selbst. Eins meiner persönlichen Highlights, das muss ich dir zeigen, das ist das Bild zu diesem Stablecoin-Markt hier. Erstes Quartal 2024, da stieg die Market Cap von Stablecoins auf Polygon auf 1,5 Milliarden US-Dollar an. Ein Quartalsanstieg um 19%. Platzhirsch ist mit über 50% Dominanz weiterhin USDT von Tether mit einem Market Cap von 792 Millionen US-Dollar. Ein Anstieg von 29%. Nach dem USDT-Stablecoin folgt an zweiter Stelle USDC. Und auch da gibt es spannende Themen, denn dessen Herausgeber Circle, der führte letzten Oktober 2023 endlich den nativen USDC auf Polygon Proof of Stake ein. Diese erste Migrationsphase startete im März 2024. Dazu eine kurze Erklärung. Warum ist das so cool? Es gab vorher nur die von Ethereum gerappte Version, den USDCe. Mit der Umstellung jetzt kann man den Stablecoin direkt prägen und tauschen, was letzten Endes wieder das Handling für den Nutzer deutlich erleichtert und vor allem die Liquidität verbessert. Weitere Gründe für den wachsenden Stablecoin-Markt auf Polygon sind dann auch noch neue Partnerschaftsprojekte. Zum Beispiel startete die Sony Bank, das ist ein Teil der Sony Group, im April 2024 ein Stablecoin-Pilotprojekt auf Polygon, um digitale Zahlungslösungen innerhalb von Video- und Gaming-Spielen zu erforschen. Warum erzähle ich das Ganze mit dem Stablecoin-Markt? Der Stablecoin-Markt wächst. Die Market Cap stieg innerhalb nur weniger Jahre von fast null auf derzeit fast 150 Milliarden US-Dollar an.
Sogar große Vermögensverwalter wie VanEck prognostizieren eine Market Cap von 200 Milliarden bis Ende 2024. Und das wäre jetzt alles potenzielles Kapital, was auch auf Polygon kommen könnte. Unternehmen, die nach kostengünstigen Stablecoin-Anwendungen suchen, die werden mit ihren Lösungen eben auch auf Second-Layer-Netzwerke wie Polygon ausweichen. Von daher ist Stablecoin-Markt und Polygon ziemlich interessante Weiterentwicklung. Dazu kommt, dass Polygon seit langem ja als eher institutionsfreundliches Netzwerk gilt. Und 2024 reißt dieses Interesse der Unternehmen an Polygon nicht ab. Beispielsweise veröffentlichte das große Medienunternehmen Fox Corporation Verify nach einer geschlossenen Phase nun endlich öffentlich auf Polygon. Verify ist ein Open-Source-Protokoll, was gegen KI gefakte Inhalte helfen soll. Fakes durch KIs verbreiten sich immer mehr in der Medienwelt und stellen ein immer größeres Problem dar. Und eine zweite Ankündigung machte eines der weltweit führenden Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young. Ernst & Young führte einen Vertragsmanagement-Dienst für Unternehmen ein, auf Basis von Polygon Proof of Stake. Mit diesem Dienst können jetzt zum Beispiel Unternehmen ihre Geschäftsverträge wie einen Liefervertrag auf der Blockchain abwickeln, wobei aber dann nur die Transaktion öffentlich verifiziert wird, also das, was man öffentlich sieht, aber intimere Vertragsdaten privat und geschützt bleiben können. Wir kommen zum zweiten Abschnitt, denn wir müssen uns jetzt noch mit dem Matic-Token beschäftigen, denn da gibt es Neuigkeiten. Und zwar soll Matic als Teil von dem Polygon 2.0 Upgrade abgeschafft werden und durch den neuen Token POL ersetzt werden. POL oder POL wird ein von der Community verwalteter Utility-Token der nächsten Generation sein, mit einer erweiterten Funktion. POL wird zukünftig nämlich mehrere Second-Layer-Protokolle im Polygon-Ökosystem absichern. Die Verbesserungen ähnlich der Restaking-Funktion von Eigenlayer. Zum Beispiel können Validierer dann mehrere Chains gleichzeitig validieren, um ihre Belohnungen zu maximieren. Stakeholder können dann je nach Netzwerk ganz unterschiedliche Rollen einnehmen und Belohnungen dort erhalten, wo sie zur Netzwerksicherheit beitragen. Ende Oktober 2023 wurde der Tokenvertrag von POL im Mainnet bereitgestellt. Das Staking für POL steht zum Zeitpunkt des Videos kurz vor dem Release. Was muss man jetzt noch dazu wissen? Spannend ist die initiale Versorgung, beträgt, wie du hier siehst, ebenfalls 10 Milliarden Token, um den Token-Swap von Matic zu POL vereinfachen. Anders als Matic wird jetzt POL aber mit einer festgelegten jährlichen Inflationsrate von 2% ausgeschüttet. Was du jetzt in diesem Bild hier siehst, ist, dass sich diese jährliche Emission von 2% der gesamten POL-Token auf zwei Hauptbereiche verteilt. Und zwar wird immer 1% verwendet, um die Validatoren zu belohnen, das ist der linke Teil. Und der andere 1% geht an die Schatzkammer, an die Treasury der Community, um das Polygon-Ökosystem weiter zu finanzieren. Nach 10 Jahren kann diese fixe Emissionsrate durch die Gemeinschaft angepasst werden. Sie kann jedoch, Stand jetzt der Abstimmungen, nur reduziert werden, nicht erhöht werden. Also finde ich ein positives Indiz für mich, gerade von den Tokenomics her. Als letztes des Polygon-Updates gucken wir uns noch drei weitere Lösungen neben der Polygon-Proof-of-Stake-Lösung. Also doch mal ein bisschen technisch. Und zwar geht es jetzt um Lösung 1, CKEVM, CDK und den Aggregation-Layer. Wir starten mit erstens der Polygon CKEVM. Du siehst hier, dass dem eigenen Polygon CKEVM-Netzwerk zumindest bis Ende des ersten Quartals 2024 noch eine gewisse Nutzertraktion fehlte. Also noch nicht so viele Nutzer auf dem Netzwerk waren. So, das ist jetzt jedoch nicht ungewöhnlich, denn die Chain befindet sich noch im Anfangsstadium und weniger in diesem tatsächlichen Nutzungsstadium wie beispielsweise das Polygon Proof-of-Stake-Netzwerk. Der Report schlüsselte sogar diese ganzen technischen Upgrades und Integrationen auf, die innerhalb kürzester Zeit eingeführt wurden. Also da ist sehr, sehr viel von der Entwicklungsseite her passiert. Im März fiel das Netzwerk interessanterweise 24 Stunden aus. Es wurde jedoch eben auch schnell reagiert, was ich als positives Zeichen deuten würde, denn die Fähigkeit, schnell Fehler zu beheben, gerade im frühen Anfangsstadium, ist eine
wichtige Eigenschaft für die Zukunft. Die zweite Lösung ist Polygon CDK. Und diese Lösung wollte ich dir nicht vorenthalten, denn die ist ziemlich neu. Die wurde erst im dritten Quartal 2023 eingeführt. Und es ist aber kein Skalierungsnetzwerk wie jetzt Polygon Proof of Stake oder so, sondern es ist eine Sammlung von Open Source Hilfswerkzeugen. Entwickler können diese Hilfswerkzeuge verwenden, um eigene Layer 2 Ketten zu starten oder bestehende Layer 1 Ketten in Layer 2 Ketten umzuwandeln. Ziemlich coole Funktion. Warum? Nutzer zahlen einfach auf Second Layer Netzwerken viel weniger Gebühren und können Transaktionen schneller abwickeln. Seit der Einführung von Polygon CDK wollen laut Report mehrere Teams die Sammlung einführen. Ich habe das mal gegengecheckt und tatsächlich im Moment verwenden laut der Polygon-Webseite 8 Projekte, darunter Immutable oder Aster, Polygon CDK. Im Januar startete sogar eine Initiative namens Libre, die von Polygon CDK unterstützt wird. Und Libre ist eine Second-Layer-Blockchain speziell für Institute, damit diese einfach und eben regelkonform ihre Vermögenswerte tokenisieren und dann ausgeben können. Zwei der führenden Investment-Management-Unternehmen, Brevan Howard und Hamilton Lane, sind mit dem Projekt bereits strategisch verpartnert, um die ersten Emittenten zu werden. Um diesen Werkzeugkasten jetzt auch weiterhin aufzurüsten, ging Polygon Labs sogar noch Ende 2023 eine Partnerschaft mit der Near Foundation ein. Und die dritte technische Lösung, die ich dir vorstellen möchte, ist der Aggregation Layer. Der Aggregation Layer wurde im ersten Quartal 2024 eingeführt, ist also auch noch ziemlich neu und dabei handelt es sich um ein Cross-Chain-Protokoll. Dieses Protokoll soll alle Second-Layer-Chains, die von Polygon unterstützt werden, ja, miteinander koppeln, verbinden. Der Layer bündelt, also aggregiert dann diese ganzen Netzwerkzustände, sodass diese einzelnen Netzwerke nahtlos kommunizieren und die Liquidität untereinander austauschen können. Ziemlich genial ist es, denn ein Entwickler kann sich ganz darauf konzentrieren, sein eigenes Projekt zu entwickeln, ohne sich dann noch Gedanken zu machen, wie er eigentlich die ganzen Nutzer auf seine Plattform bringt. Die erste Kette, Aster CKEVM, wurde beispielsweise mit dem CDK von Polygon, also der anderen Lösung, gebaut und dann im März mit dem Aggregation Layer verbunden. Weitere Ketten wie auch die Chain von OKEx bauen auf dem Aggregation Layer auf und ich denke, dass auch noch weitere vermutlich im Laufe des Jahres folgen werden. Mein Fazit, pass auf! Dazu hatte ich dir in meinem ersten Video vor Polygon 2.0 Folgendes über Polygon erzählt. Skalierung wird immer zum Blockchain-Trilemma gehören. Nach Lösungen hierfür gibt es auch in nächster Zeit genügend Nachfrage. Selbst bei erfolgreichem Ethereum-Upgrade wird Polygons Technologie die Entwickler bereichern. Ein nächster Meilenstein für Polygons Zukunft wäre der, wenn noch andere Blockchains Polygon integrieren würden. Das würde Polygon unabhängiger von Ethereum machen. Dann wäre Polygon nicht mehr nur Ethereums Internet of Blockchain, sondern eine interoperable, dezentrale Second-Layer-Plattform. Ja, und genau dahin hat Polygon mit dem Upgrade einen entscheidenden Schritt getan. Und zwar zu einem beginnenden Multi-Chain-Ökosystem. Polygon baut eben nicht nur bestehende Lösungen wie Polygon Proof of Stake aus, sondern führt mit Polygon 2.0 auch neue Dinge ein. Beispielsweise, ich habe es erwähnt, solche technischen Themen wie den Aggregation Layer, CDK, also ein Hilfstool für Entwickler, oder einen neuen Token mit mehr Utility, mit Restaking-Möglichkeiten. Das, was wir jetzt alles brauchen, um Liquidität und auch ja, ein Web3 möglich zu machen. Sprich, die eigenen Lösungen, die Polygon anbietet, die passen zu dieser Vision von diesem aggregierten Web3, damit sich alle Blockchains untereinander verbinden und austauschen können. Dazu kommen jetzt eben auch stabile Kennzahlen dazu und eben auch Anstiege im Gaming-Sektor gerade, interessantes Narrativ, auch der Stablecoin-Sektor, der ja wirklich nach wie vor weiterhin wächst und eben viele neue Unternehmen, die auf das institutionsfreundliche Netzwerk setzen. Das sind alles für mich persönliche Hinweise, dass Polygon weiterhin auf dem richtigen Kurs ist. Ich persönlich freue mich drauf, wenn das POL-Staking herauskommt, gibt einfach viel mehr Utility und der nächste Bullrun könnte ziemlich heiß werden, wenn immer mehr Projekte, gerade Gaming, Stablecoin und Co. auf den Allrounder Polygon setzen wollen. Das hat mich auf jeden Fall ziemlich fasziniert, was in so kurzer Zeit alles passiert ist bei Polygon. Von daher weiter suchen.